schlussendlich ist mein Verständnis von Verantwortung, nicht davonzulaufen, sondern sich der Kritik zu stellen, berechtigter Kritik zu stellen. Man kann immer mal wieder über die Form, wie Kritik geäußert wird, diskutieren, aber ich habe niemals über den Inhalt der Kritik diskutiert, sondern ich nehme die an. Aber mein Anspruch ist dann aber auch, nicht davon zu laufen. Sportdirektor Gerhard Poschner wirkt geläutert. Die Anschuldigungen aus den vergangenen Tagen scheinen nicht spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Am Montagvormittag hat er sich der Presse gestellt. Er ging auf alle Fragen ein, wirkte aber in sich gekehrt und unsicher. Mehr als unsicher ist im Moment das ganze Auftreten des Vereins. Es ist wohl das größte Chaos in der Vereinsgeschichte derzeit beim TSV 1860 München. Wir blicken zurück, was die letzten Tage passiert ist. Am Freitagabend trat das Präsidium um Gerhard Mayrhofer komplett zurück. Weiterhin stehen Uneinigkeiten mit Investor Hassan Ismaik, die den Verkauf seiner Anteile betreffen, im Raum. Nach dem Rücktritt melden nun verschiedene Medien, dass Ismaik nicht wie Mayrhofer Felix Magath als Übungsleiter holen wollte, sondern Trainerfuchs Huub Stevens. Derweil hat Mayrhofer noch vor seinem Rücktritt den Vertrag mit Trainer Thorsten Fröhling verlängert, damit im Verein etwas Ruhe einkehrt. Die Harmonie Mannschaft Trainer stimmt. Und ich glaube, das ist jetzt auch einfach mal eine Grundlage, um darauf aufzubauen. Also ich habe damit immer gerechnet. Und wie schon gesagt, es war jetzt nicht so schön, aber es ist so. Sportdirektor Poschner wird vor allem von Fanseiten für das Scheitern der Mannschaft in der abgelaufenen Saison verantwortlich gemacht. Die meisten Spielereinkäufe entpuppten sich als Fehlinvestition. Nach der letzten Saison stapelt man nun tief. Ganz realistisch betrachtet kann für uns nur das Ziel sein, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. In Sachen Kaderplanung tut sich derweil nach außen nicht viel. Neue Spieler, Fehlanzeige. Sind die Turbulenzen in München-Giesing zu drastisch? Da will ich jetzt überhaupt nicht widersprechen, dass die Situation natürlich nicht förderlich war. Es ist aber auch so, dass wir auch in dieser Zeit, Thorsten und ich, in Verbindung mit der Scouting-Abteilung natürlich viele Dinge auch besprochen, vorangetrieben haben. Beispielsweise Bobby Wood, der aus Aue zurückkommen sollte, vermeldet deutlich, dass für ihn das Kapitel 1860 vorbei ist. Ich würde gerne mit ihm arbeiten. Was da vorgefallen ist, dass er Pardue nicht unbedingt möchte, aber er ist noch unser Spieler. Und wenn es nicht anders ist, dann hat er hier normalerweise nachher auch aufzutauchen. Wir haben im Mittelfeld zwei Spieler abgegeben. Da werden wir auch ein bis zwei Spieler definitiv verpflichten. Und vorne im Sturm auch ein bis zwei Spieler. Uwe Hennings ist natürlich auch interessant, ganz klar. Aber der hat natürlich auch noch einen Vertrag und deswegen ist das ja nicht gerade so das große Thema. Neben all dem Chaos präsentierte sich der Löwe am Montagnachmittag in seinem neuen Gewand. Edel und klassisch wollen die Löwen nicht hinterherhinken. Und an der Fitness gilt es bei manchem Spieler wahrlich zu arbeiten, wie der Laktattest am Vormittag preisgegeben hat. Auch die Fans machen mobil. Sie sammeln Unterschriften für den Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung.